Hofübergabe. Hermann Schützenhöfer tritt als Landeshauptmann der Steiermark zurück. Sein Nachfolger ist Christopher Drexler. Was ist von ihm zu erwarten? Dazu eine Analyse von Politikberater Thomas Hofer. 100 Tage Krieg. In der Ukraine wird weiter gekämpft. Zu Gast im Studio ist Wassil Chiminez, der ukrainische Botschafter in Österreich. Und folgenschwere Entgleisung. Bei einem Zugsunfall in Bayern sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Passagiere sind verletzt. Seit 52 Jahren in der Politik, seit 22 in der steirischen Landesregierung, seit knapp 7 Jahren Landeshauptmann. Heute sagt Hermann Schützenhöfer, die Zeit ist gekommen, er dankt ab. Einen schönen Abend, ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Schützenhöfers Nachfolger als Landeshauptmann und steirischer ÖVP-Chef wird Kulturlandesrat Christopher Drexler. Den Beweggrund macht Hermann Schützenhöfer gleich am Anfang seiner Pressekonferenz klar. Dieses Mal gibt es keine Skandale oder Ermittlungen rund um einen Politiker. Der Grund ist ein simpler. Viele von Ihnen wissen, dass ich mittlerweile im 71. Lebensjahr bin. Bereits in jungen Jahren hatte sich Schützenhöfer gerne in die Bundespolitik der ÖVP eingemischt, oft auch kritisch. In den letzten Jahren und vor allem vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren haben wir parteiinterne Diskussionen in der Öffentlichkeit mit und in einem Stil geführt, der von der Bevölkerung nicht anerkannt hat werden können, und das ist auch gut so. Aber auch in Zeiten türkiser Einigkeit in der ÖVP behielt sich Schützenhöfer Seitenhiebe Richtung Wien vor. Im März vergangenen Jahres etwa, als es ein Hin und Her rund um Corona-Lockdowns gegeben hatte. Das wäre schön, wenn die Regierung einen Plan hätte. Sein eigener Plan ist nun also der Ruhestand. Übernehmen soll Christopher Drexler, bisher Kulturlandesrat. Kein unbeschriebenes Blatt, immerhin ist auch er seit 30 Jahren Politiker. Im Gegensatz zu Schützenhöfer wird er weniger dem katholischen, sondern eher dem liberalen Lager in der Volkspartei zugeordnet. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Politikberater Thomas Hofer. Einen schönen Abend. Schönen guten Abend. Herr Dr. Hofer, wir haben es gerade gehört. Neuer Landeshauptmann in der Steiermark wird Christopher Drexler. Bei der Antrittspressekonferenz heute hat er selbst gesagt, er habe noch viel zu lernen. Ist er die richtige Person für dieses Amt? Er war in Wahrheit die Einzige, die in Frage gekommen ist für seinen Vorgänger Hermann Schützenhöfer. Der hat ihn auch über viele Jahre hinweg aufgebaut. Und man hat das schon bei den letzten auch Regierungsumbildungen und den Ressortneuverteilungen in der Steiermark gesehen, dass Schützenhöfer sehr stark in die Richtung gedacht hat. Warum? Ursprünglich war Drexler einmal für den Gesundheitsbereich zuständig, ist dort aber durchaus angeeckt, und das war kein einfaches Ressort, so wie es auch für seine Nachfolgerin kein einfaches ist. Und er hat dann sozusagen die Ausweichroute genommen über etwas einfachere Ressorts, damit er sein Image da nicht zu sehr anpatzt. Landespapa, das wird schwer für ihn. Er ist eine ganz andere politische Persönlichkeit. Er ist durchaus einer, der oft zuspitzt, der quasi als eine Art Häuptling scharfe Zunge immer wieder agiert hat in der Vergangenheit. Da wird er sich sicherlich ändern als Landeshauptmann, aber in Wahrheit war es die logische Bank aus Sicht der ÖVP in der Steiermark. In der breiten Öffentlichkeit ist Drexler ja bisher nicht bekannt. Mhm. Welches Profil kann er denn jetzt der Partei geben? Sind da Veränderungen eben große zu erwarten? Ja, ich glaube schon, dass er Veränderungen machen muss. Jetzt nicht in der Zusammenarbeit mit der SPÖ. Das ist ja tatsächlich die letzte große Koalition, unter Anführungszeichen, wenn Sie so wollen, alten Stils in der Steiermark. Aber das wird er sicherlich versuchen zu konservieren. Aber er muss natürlich als Person andere Akzente setzen. Er ist eben nicht dieser verbindliche, über allen Dingen drohnende Landespapa, wie es Schützenhöfer sicherlich war bis zu einem gewissen Grad. Der kommt ja auch aus einer anderen Generation Politiker, nicht? Also so aller Häupl, aller Bröll. Da muss er also anders agieren, und ich glaube schon auch, dass er im Ressortzuständigkeitsbereich Änderungen wird vornehmen müssen. Es macht zum Beispiel schon das Gerücht die Runde, dass man Gesundheit und Pflege trennt, weil das eben zwei Ressorts in einem sind und das kaum zu retten ist. Was bedeutet das denn jetzt für die ÖVP im Bund, wenn einer von diesen Parteigranden, was Schützenhöfer ja unbestritten war, jetzt weg ist? Also was natürlich droht, unter Anführungszeichen aus Sicht der Bundes-ÖVP, ist ein etwas schärferer, kantigerer Ton aus der Steiermark. Schützenhöfer war das sicherlich auch nicht zurückhaltend, aber er war immer sehr verbindlich. Er war einer der Ersten, der dann von Kurz abgerückt ist, nachdem er zuerst der Brückenbauer war zwischen dem schwarzen Bereich, dem er ganz eindeutig angehört hat, und eben dem Türkisen. Aber natürlich ist Drexler einer, der eben schon ja, einmal auch schärfer formuliert, der durchaus auch als Intellektueller in seiner Partei gilt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er seine Positionierung eben auch über den Bund oder, wenn Sie so wollen, auf Kosten des Bunds und der eigenen Bundespartei natürlich auch pflegt, nämlich dann, wenn es imagemäßig für die Bundesregierung, und das steht schon an, noch einmal weiter nach unten geht. Was wird denn aus der Ära Schützenhöfer jetzt bleiben?
Also ich glaube, dass das wirklich diese vor allem Konsensorientierung ist. Und es ist sicherlich auch ein zweites noch, und das hat er selber heute angesprochen, dass er durchaus immer wieder auch den Mut hatte, das ist nicht immer aufgegangen, aber durchaus unpopuläre Entscheidungen getroffen hat. Die Gemeindezusammenlegungen zum Beispiel, natürlich auch während Corona. Also das wird wohl bleiben. Und er hat eine gewisse Lernfähigkeit bewiesen, denn Sie dürfen nicht vergessen, ganz am Beginn, nach dem dramatischen Ende der Ära Klasnik, wo es ja mit vielen Verwundungen der ÖVP geendet hat, diese Ära, gab es mal eine erste Phase von 5 Jahren, wo er auf Rache gesonnen hat. Und dann hat er sich aber mit dem damaligen Landeshauptmann Wowes schon zusammengerauft. Und dann gab es eben diesen doch eher konsensorientierten Kurs. Herr Dr. Hofer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und wir bleiben noch kurz bei der österreichischen Innenpolitik. Wegen der stark steigenden Preise will die Regierung in Kürze ein neues Entlastungspaket präsentieren. Demnach soll der Klimabonus erhöht und der Start der CO2-Bepreisung auf Herbst verschoben werden. Die Verhandlungen seien laut APA in der Zielgeraden. Und damit ins Ausland. Vor genau 100 Tagen hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Zehntausende Menschen sind seitdem gestorben. Millionen Ukrainer haben ihre Heimat verloren. Aus dem von Moskau erhofften raschen Sieg ist nichts geworden. Stattdessen hat sich ein blutiger Stellungskrieg entwickelt, der derzeit vor allem im Osten des Landes tobt. Zuletzt konnte die russische Armee dort wieder einige Erfolge verbuchen. Die wichtigste Industriestadt Severodonetsk hat sie nahezu vollständig erobert. Ein Ende des Krieges scheint noch in weiter Ferne, denn von Friedensverhandlungen gibt es derzeit keine Spur. Zu Gast im Studio ist jetzt der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassil Chiminez. Einen schönen Abend. Guten Abend. Herr Botschafter, ich möchte gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Wie geht es Ihnen denn nach 3 Monaten Krieg? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Das war die schreckliche Zeit für mich. Diese Zeit dauert leider weiter an. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, dann kann ich sagen, heute geht es mir etwas leichter als damals. Aber ich verstehe weiterhin, dass der Kampf geht weiter. Laut Ihrem Präsidenten Volodymyr Zelensky ist aktuell ungefähr 1/5 der Ukraine unter der Kontrolle von russischen Streitkräften. Dass die ukrainische Armee so erbitterten Widerstand leistet, das hat sehr viele Menschen auf der Welt überrascht. Aber trotzdem diese Gebiete zurückzuerobern, was ja das erklärte Ziel der Ukraine ist, das wird eine sehr schwere Aufgabe sein. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass das in der nächsten Zeit gelingen kann? Wir, die Ukraine, das ukrainische Volk, die Streitkräfte der Ukraine und auch Volodymyr Zelensky. Wir haben gezeigt, dass wir sehr, sehr mobilisiert sind, dass wir auch bereit sind zu kämpfen, weil für uns ist das sehr, sehr klar. Es geht um unsere Zukunft, es geht um unsere freie Zukunft. Und deswegen war nie eine Frage, ob kämpfen oder nicht kämpfen. Wir kämpfen, wir haben gekämpft, wir kämpfen, wir werden auch weiter kämpfen, bis unser Gebiet, unser Territorium befreit wird. Wie schon gesagt, es ist ja das erklärte Ziel der Ukraine, dass alle Territorien zurückerobert werden, auch die Halbinsel Krim. Aber die Frage danach kommt trotzdem immer wieder auf und emotionalisiert natürlich aus nachvollziehbaren Gründen auch sehr. Glauben Sie, dass irgendwann der Punkt kommen muss, wo die Ukraine sich dieser Debatte stellen wird müssen, ob Gebietsabtretungen in welcher Form auch immer eine Option sind für den Frieden? Wissen Sie, solche Empfehlungen oder solche Fragen hören wir seit 2014, seit der Besatzung von Krim, seit dem Einmarsch von Russland nach Donbass. Aber wir zeigen jetzt sehr, sehr deutlich, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen. Und wir werden auch weiterkämpfen. Und die zweite Sache ist auch, dass die russische Armee, vermeintlich zweitgrößte Armee in der Welt, die ist nicht so stark, wie sie sich auch präsentiert hat. Und in diesem Zusammenhang sage ich, die Solidarität, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft ist für uns enorm wichtig. Aber was für uns zählt, die praktische Hilfe, und diese Hilfe muss so schnell wie möglich kommen, insbesondere wenn es um die militärische Hilfe geht. Weil es geht auch um Menschenleben, und deswegen die Verzögerung mit Waffenlieferungen ist auch der Grund, warum mehr und mehr Menschenleben auch als Opfer haben.
Jetzt ist die militärische Hilfe ja das eine. Das andere sind Sanktionen gegen Russland. Da hat sich die EU ja gerade erst auf das 6. Sanktionspaket geeinigt, das auch einen Stopp von Ölimporten aus Russland beinhaltet. Allerdings mit Ausnahmen. Aus Ihrer Sicht handelt die EU entschlossen genug? Tut die EU genug? Wir sind dankbar, dass dieses Paket beschlossen wurde. Und wir müssen dann weiterhin sehr, sehr darauf schauen, dass wenn weitere Kriegshandlungen fortgeführt werden, wenn auch weitere Kriegsverbrechen kommen, dann muss dann die nächste Reaktion kommen mit nächsten Sanktionen, mit schärferen Sanktionen. Letztendlich geht es um die Reaktion der Weltgemeinschaft auf die schwere Kriegsverbrechen von Russland. Es ist ja möglich, dass dieser Krieg noch lange dauern wird. Und wir haben das in vielen anderen Konflikten auf der Welt schon gesehen. Umso länger solche Auseinandersetzungen dauern, desto mehr besteht die Gefahr, dass es vom internationalen Tapet verschwindet, dass auch die Hilfsleistungen geringer werden im Laufe der Zeit. Sehen Sie diese Gefahr? Machen Sie sich Sorgen darüber, dass mit dem längeren Zeitverlauf, umso länger dieser Konflikt anhält, auch weniger Hilfsleistungen kommen könnten? Ursache des Problems ist nicht die Ukraine, sondern die russische Aggression. Und deswegen ist das für uns wichtig, dass diese Solidarität und Unterstützung weiterkommt, dass die notwendige Hilfe kommt, sowohl für die Menschen als auch für den Staat, als auch für die Streitkräfte der Ukraine. Weil letztendlich, wie ich schon gesagt habe, in Europa versteht man sehr gut, dass der Aggressor in der Ukraine, auf dem Territorium der Ukraine besiegt werden muss. Und in diesem Sinne denke ich, dass auch in Europa diese Solidarität weiterhalten wird, auch hier in Österreich. Herr Botschafter, vielen Dank für den Besuch im Studio. Einen schönen Abend noch. Ich danke Ihnen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und gekürzt. Die Langfassung des Interviews und was der Botschafter unter anderem zur Rolle Österreichs sagt, können Sie ab jetzt in der ORF-TVT sehen. Bei einem Zugsunglück in Slowenien könnten heute bis zu 50 Menschen verletzt worden sein. Noch tragischer ist die Bilanz bei einem Unfall in Oberbayern. Dort ist ein Zug entgleist, 4 Menschen sind ums Leben gekommen, mindestens 15 Fahrgäste sind schwer verletzt. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit unklar. Ein Großaufgebot, wie man es nur selten sieht, im verschlafenen Burgrhein bei Garmisch-Partenkirchen. Hunderte Rettungskräfte, Helikopter aus Bayern und Tirol. Mit vereinten Kräften versucht man hier zu retten, was noch zu retten ist. Noch ist unklar, wie viele Tote sich unter den entgleisten Zugwaggons befinden. 3 Leichen konnten bereits geborgen werden. Eine weitere Person ist bei der Fahrt ins Spital verstorben. Es ist 12.30 Uhr, als der Zug von Garmisch-Partenkirchen Richtung München entgleist. Ein Handyvideo zeigt, wie sich die Menschen direkt nach dem Unglück aus den Waggons retten. Warum sie plötzlich kippen, ein Rätsel für die Behörden. Es ist der letzte Schultag vor Pfingsten. Zahlreiche Kinder haben sich deshalb im Zug aufgehalten. Ob eines von ihnen unter den 15 Schwerverletzten ist, auch das eine der vielen noch offenen Fragen. Die Welt zu einem besseren Ort machen. Nichts Geringeres haben sich 3 Aktivistinnen vorgenommen, die der deutsche Regisseur Franz Böhm für seinen Dokumentarfilm Dear Future Children begleitet hat. Bei der Österreich-Premiere im Wiener Stadtkino hat Tiziana Arico den Regisseur zum Gespräch getroffen. Heute Abend steht im Stadtkino, im Künstlerhauskino, die Zukunft im Mittelpunkt. Climate change is connected to us. There is such a big divide in this country. I'm not from China, I'm from Hong Kong. Der 23-jährige Regisseur Franz Böhm ist zur Premiere seiner Doku Dear Future Children nach Wien gekommen. Alle 3 kämpfen gegen entweder eine Regierung oder gegen eine autoritäre Macht, die durchaus mehr Ressourcen hat als die Bewegung selbst. Alle 3 Protagonistinnen machen das auch hauptsächlich für die Zukunft. Im ostafrikanischen Land Uganda kämpft Hilda für Lösungen aus der Klimakrise. In Chile geht die 24-jährige Ryan gegen soziale Ungerechtigkeit auf die Straße. Nicht minder brisant Peppers Kampf für Demokratie in Hongkong. I don't know. What will happen next? Mit der Dokumentation Dear Future Children gewinnen die Zuseherinnen einen spannenden Einblick in den alltäglichen Kampf der Aktivistinnen. To my future children.
Und wir haben jetzt noch die Wetteraussichten für das lange Wochenende. Der morgige Tag beginnt wieder recht sonnig. Tagsüber bringen dann Quellwolken einzelne gewittrige Schauer, die meisten im Bergland. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 30 Grad. Auch der Rest des Pfingstwochenendes verläuft unbeständig und warm. Zur Sonne mischen sich im Tagesverlauf jeweils Schauer und einzelne Gewitter. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Das war die letzte ZIP des Tages. Hier geht es jetzt weiter mit den Science Busters. Haben Sie noch eine angenehme Nacht und einen guten Start ins Wochenende. Auf Wiedersehen.